Eis- und Rollsportverein bei der Bremen bietet an jedem Montag und Freitag Eiskunstlauf-Anfängerkurse an. Der Verein hat für Anfänger eigene Schlittschuhe in unterschiedlichen Größen parat, die zum Training ausgeliehen werden können. Natürlich sind die mitgekommenen Eltern jederzeit zum Schnüren der Stiefel dabei, um zu helfen. Wir besuchten einen Trainingsnachmittag und sahen 20 Kinder, die an diesem Montag von Paul Turbanow und Maja Pliet trainiert wurden. Zum Anfang des 60-minütigen Kurses wurde natürlich der Körper erwärmt. Das geschah an diesem Nachmittag mit dem sogenannten Eierlaufen, das Monika hier einmal vormacht. Nun machten die Kinder diese Übung nach und wo es noch nicht ganz so gut aussah, gab Trainer Paul Turbanow noch ein paar Tipps. Natürlich wollten fast alle Kinder ihr tolles Eislaufen mir einmal vorführen. Dieser Bitte habe ich natürlich entsprochen. Aber auch die ganz kleinen Eisläuferinnen waren mit viel Trainingseifer dabei. Während die Fortgeschrittenen dieses Eierlaufen schon gut beherrschten, wagten sich einige schon daran, das Ganze dann sogar in der Rückwärtsbewegung vorzuführen. Natürlich mussten von Paul Turbanow bei einigen noch einmal die Schnürsenkel der Schlittschuhe neu gebunden werden. Die erste Technikübung des Nachmittags macht dann eine Schülerin vor, der sogenannte Pinguin. Hier wird ein Bein vom Eis 90 Grad angewinkelt. Maja Pliet kümmert sich an diesem Nachmittag um die ganz kleinen Anfänger, die ihre ersten Berührungen mit dem glatten Untergrund auf Kufen an diesem Nachmittag haben. Derweil trainieren die anderen weiter ihre Pinguinfigur. Dann darf Monika die nächste Übung vormachen. Es ist die Hocke, die nun trainiert werden soll. Bei dieser Übung muss man besonders auf das Gleichgewicht achten und viele Kursteilnehmer schaffen es erst nach einigen Versuchen, diese Übung ohne Sturz hinzubekommen. Bei vielen gab Paul weitere Tipps, damit diese Übung wie hier auch bei den kleineren gelingt. Die Weiterentwicklung der Hocke ist dann die sogenannte Pistole. Wie das aussieht, sehen wir hier. Die fortgeschrittene Läuferin Monika machte mir dies noch einmal korrekt vor. Wie in jeder Übungsstunde mit Kindern gehören immer wieder eingestreute kurze Trinkpausen zum Training dazu. Aber schon kurze Zeit später holte Paul seine Eiskunstläufer wieder auf die Fläche, denn als nächstes musste das Bremsen auf dem Eis geübt werden. Hier machten sich einige den Spaß, mit Vollspeed auf die Kamera zuzufahren, um dann doch noch abzubremsen. Als nächste technische Übung des Nachmittags soll nun das Springen gelernt oder auch trainiert werden. Natürlich macht Monika uns dies einmal perfekt, sogar im Laufen vor. Aber nach kurzer Übungsphase im Stehen machen dann immer mehr Kursteilnehmer dies nach und können es schon nach mehreren Versuchen fast genauso gut wie Monika. Und da die Kamera heute dabei ist, macht diese junge Lady dies sogar mit einer halben Drehung. Und dann macht Paul die letzte Übung des Nachmittags vor, eine Pirouette. Hier einen schönen Ausdauer. Diese Übung wird von den Kindern nach fast 60 Minuten Trainings mit viel Trainingseifer gelernt, ausgeführt oder auch verbessert. Zum Abschluss des heutigen Trainingsnachmittages gehören natürlich Spiele. Zunächst ein einfaches Hase- und Igel-Spiel. Freiwillige als Fänger braucht Trainer Paul nicht lange zu suchen. Und dieses Spiel ist zeitlos und kennen wohl fast alle. Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Auch hier war der Fischer schnell gefunden und es mussten verschiedene Laufvarianten vorgeführt werden, um über das Wasser zu kommen. Nach mehreren Durchgängen verabschiedete Paul dann seine Eiskunstläufer bis zur nächsten Woche und viele fuhren mit vielen neuen gelernten Techniken nach Hause. Denn Eislaufen ist viel mehr als im Kreisfahren. Wer Eiskunstlaufen erlernen will, für den ist der ERB Bremen in der Eislaufhalle Paradise eine gute Adresse. So schnell geht das zu Ende. Ich glaube, deine Gäste können auch lächeln, aber die Eltern sitzen hier noch von unseren beiden Tanzgruppen. Also wenn ihre Kinder mal nicht mehr
tanzen wollen. Ich glaube, das ist ein Verein, da sind ihre Kinder wunderbar aufgehoben. Ich muss sagen, mit welchem Elan der Paul vor allen Dingen hier, den wir heute auch im Studio begrüßen, dabei ist, immer wieder dasselbe, dann ihn nochmal wieder vorzumachen, das war schon beispielhaft für das Alter, musst du sagen, meine Hochachtung dafür. Aber der Andreas Nickel ist heute da, ein Vorstandsmitglied beim ERB Bremen und auch für die Jugend zuständig. Andreas, du machst den Kursus Freitag, ich war am Montag mal da. Jetzt war Weihnachten, hat der Rand schon begonnen auf euren Kurse jetzt? Also nach Weihnachten ist es generell, und jetzt in der kalten Zeit, wenn jetzt so minus 5 Grad sind, dann kommen die Leute schon und wollen gerne laufen. Am besten ist natürlich, wenn die Semkenfahrt mal offen ist, dann können wir uns nicht retten. Aber ich denke, dass es jetzt auch wieder losgeht und doch nach Weihnachten der ein oder andere beginnen möchte. Und jeder ist herzlich willkommen bei uns, die Kurse zu besuchen, denn sicheres Laufen, auch auf der Semkenfahrt, kann man bei uns lernen. Ja, du hast gerade das Wort Kurs gesagt, also die Kinder- oder auch die Erwachsenenkurse gibt es ja auch dort bei euch, habe ich auch auf der Homepage gelesen. Fangen erstmal im Kursform an. Warum ist das so? Also wir sind ein Verein, der sich auch zum Ziel gesetzt hat, der Allgemeinheit, also möglichst vielen Leuten sicheres Laufen beizubringen, damit weniger Unfälle passieren. Im Sommer auf Rollschuhen, auf Inlinern und im Winter auf Schlittschuhen. Und umso mehr Leute dann Spaß haben, desto mehr kommen natürlich auch in den Verein. Und das ist dann nicht ganz uneigennützig, auch Kurse anzubieten, um Vereinsmitglieder zu gewinnen. Super. Paul, ist es nicht immer müßig, jede Woche wieder dieselben Übungen mit den Kindern zu üben? Also nein, müßig ist das nicht. Es macht sehr viel Spaß zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln und mal für mal besser werden, man auch mal schwerere Übungen machen kann und dann langsam aber sicher besser klappt. Du fährst ja selbst oder läufst ja auch noch selbst Eiskunstlauf. Genau. Wie ist das vereinbar, dass du jetzt praktisch Trainer und auch gleichzeitig noch Läufer bist? Nein, das ist sehr gut vereinbar. Man kann halt Erfahrungen sammeln, halt schon auch in jungen Jahren als Trainer und halt auch die jüngeren Läufer trainieren, was ja auch sehr wichtig ist. Und dann halt unter der Woche und am Wochenende als Läufer selbst trainieren. Gibt es da auch noch eine Ausbildung als Übungsleiter? Ist das eine allgemeine Ausbildung über Landessportbund oder ist das eine spezielle Eislaufausbildung dann? Man kann eine Ausbildung machen, aber gerade machen wir das auch nur als Amateur halt in der Freizeit. Ganz wichtig haben wir auch im Film gesehen, fand ich, vor allen Dingen, weil ich selbst weiß, ich habe eine Tochter, die ist zwar mittlerweile 31 und selbst Mama geworden, aber Kinder wachsen ja unheimlich schnell und dann müssen neue Schlittschuhe wieder gekauft werden. Da können also auch Schlittschuhe mitgebracht werden, können reingepackt werden, die nicht mehr passen bei euch in den Korb und dann kann man andere rausnehmen, praktisch dann, um damit zu trainieren. Also wir haben eine recht große Anzahl, also natürlich nicht unbegrenzt, aber wir haben schon Kursschuhe da, dann damit der Einstieg erstmal gewährleistet werden kann, damit man die ersten Probetrainings machen kann. Natürlich ist es dann schon besser, wenn man irgendwann seine eigenen Schlittschuhe hat. Aber es ist erstmal nicht, um das auszuprobieren, es ist nicht unbedingt notwendig. Man kann auch in der Halle sonst auch meist Schlittschuhe leihen. Paul, da ist die Frage jetzt mal zwischendurch ganz aktuell in den Kopf gekommen. Paul, ich habe gesehen, dass die Jungs sich so schwarze Überziehstrümpfe übergemacht haben, was ja alles Damenschuhe waren. Warum macht man das? Eitelkeit? Ja. Ist das so? Also nicht unbedingt Eitelkeit, aber die Jungsschuhe, es gibt ja auch spezielle Schuhe für Jungs, klar. Die sind da halt alle schwarz. Und teilweise machen halt die Jungs sich so extra schwarze Überzieher, damit die halt wie professionelle schwarze Jungs-Schlittschuhe aussehen. Ja, und dann gibt es im März diesen Paradise Cup als Abschluss der Eislaufsaison. Andreas, genau. Kannst du noch ein Wort zu sagen? Paradise Cup machen wir mittlerweile seit über 10 Jahren. Das ist ein internationaler Wettbewerb. Wir haben weit über 200 Teilnehmer jedes Jahr, die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch aus Holland und aus Lettland regelmäßig. Und das ist ein großes Event, wo wir alle herzlich einladen, als Zuschauer doch mal Eiskunstlauf Luft zu schnuppern. Und Dreifachsprünge sind dort nicht selten. Okay. Paul, letzte Frage an dich. Wann sollte er kommen? Ich weiß, montags und freitags habt ihr eure Kurse. Wann und wo? Was kostet das Ganze? Vielleicht nochmal ein Wort zu DAF von dir? Also wir trainieren im Paradise montags und freitags um 18 Uhr. Mit dir vor allen Dingen? Auch mit mir, ja. Okay. Andreas trainiert da auch sehr freitags klar, okay. Und kosten tut das eine 10er-Karte. 45 war es. Ja, genau, 45 okay. Euro. Und eingeladen ist jeder herzlich, der Spaß am Schlittschuhlaufen, am Sport hat. Und also immer montags und freitags 17 bis 18 Uhr und für die Erwachsenen. Halle 2, glaube ich, ne? Halle 2 und für die Erwachsenen in Halle 1 am Dienstag von 19 bis 20 Uhr. Und wann geht es dann raus in den Pauliner Marsch? Im April, also wir laufen das ganze Jahr Rollschuh, weil da unser Schwerpunkt ist, aber es geht im April, geht es dann wieder auf die Rollschuhbahn und da beginnen dann auch die Kurse für die Kleinen. Vielen, vielen Dank. Grüßt mir eure Abteilungsleiterin. Sehr gerne. Herr Keller, und macht weiter so und ich werde mit dem Paradise Cup diesmal dabei sein, 100%. Super, danke. Ja? Und meine Damen und Herren.